ist so dunkel hier. War ja was. Hey Leute, ich bin's wieder, eure Genie von Paintomancy. Und nach langer Zeit haben wir uns gedacht, beenden wir doch mal unsere Reihe zu den Scale 75 Environment Sets. Und wir machen heute mit dem Sommer weiter. Vielen lieben Dank an dieser Stelle an PK Pro, die uns netterweise bei diesem Video hier unterstützt haben. Wichtig ist auch bei diesem Video, dass wir uns wirklich nur an die Anleitung halten, die in dem Set enthalten ist und auch nur die Materialien benutzen, die ihr dort findet. Dieses Set ist in seinem Inhalt der anderen Environment Sets sehr ähnlich. Neben drei verschiedenen Texturpasten, die zu einem trockenen Sommerboden passen, haben wir, wie auch in den anderen Sets, einen Matteffekt und Pigmentfixierer. Die Pigmente in diesem Set sind ein sehr helles Beige und ein Off-White. Auch hier liegen ein paar Steinchen und Grastufts bei. Die sechs Farben in dem Set bestehen aus vier Artist-Scale-Farben und zwei Warfront-Farben. Neben einem hellen Gelb-, Grau- und Beige-Ton haben wir in diesem Set auch einen wirklich dunklen Kontrastton mit dem Burnt Umber. Dazu noch zwei andere Brauntöne, die sich nochmal gut abheben von den restlichen Farben. Das ist also der Inhalt vom Sommerset. Und wenn wir alle Materialien zusammenwerfen, soll wohl am Ende eine Base gestaltet werden, wie auf der Rückseite der Box. Oder zumindest etwas Ähnliches. Als ersten Schritt tragen wir die Flat-Texturmasse auf unsere gesamte Base auf. Der Sinn dahinter ist, die Base schon einmal etwas vorzuformen. Ich trage sie extra mit einem Spachtel auf und schaue, dass ich leicht angehobene Flächen bekomme. Die Textur lässt sich super einfach auftragen und auf der Base verschieben. Somit könnte man auch Texturen wie zum Beispiel Wellen darstellen. In die nasse Textur lege ich mir nun ein paar von den Steinen. Die halten später, wenn die Base trocken ist, wunderbar. Außerdem spart uns das den Schritt, die Steine noch einmal extra mit Leim zu befestigen. Die größeren Steine lege ich gezielt mit der Pinzette auf die Base. Die feineren Steinchen streue ich wie Salz über die Base. Lasst alles gut durchtrocknen und tragt nun mit einem alten Pinsel das Summerground auf. Das mache ich extra mit einem Pinsel, da ich mit einem Spachtel eine zu gestrichene Textur bekommen würde. Das Summerground verhält sich eher wie eine Texturfarbe. Sie ist angenehm flüssig, sodass sie sich super leicht auftragen lässt. Der Farbton passt auch sehr schön zu einem trockenen Wüstenboden. Ich gehe extra nicht über die großen Steine, da ich ihre Farbe beibehalten möchte, um ein bisschen mehr Abwechslung in die Base zu bringen. Wenn auch diese Textur komplett durchgetrocknet ist, beginne ich die verschiedenen Farben aus dem Set in die Base einzuarbeiten. Ich habe mir jede der sechs Farben auf eine Palette getan und verdünne sie mir erstmal mit viel Wasser, um quasi Tuschen zu bekommen. Angefangen mit den mittleren Brauntönen dunkle ich die Stellen um die Steine ab. Den Weg in der Mitte lasse ich hell. Mit dem Burnt Umber mache ich nochmal einen tieferen Schatten direkt an den Steinen. Mit Yellow Ochre färbe ich nun den hellen Teil der Base in einem schönen warmen Gelb ein. An manchen Stellen mische ich das Vanilla Yellow direkt nass in die Farbe mit rein, um das Ganze etwas realistischer zu machen. Die Töne in dem Set sind wirklich sehr gut gewählt und stimmen sich schön aufeinander ab. Mit Vanilla White streiche ich nun vorsichtig über die Steine, um sie von der dunklen Umgebung ein bisschen herausstechen zu lassen. Nun kommen die Grastufts auf die Base. Sie haben einen leicht ausgetrockneten Grünton, was schön zu unserer Umgebung passt. Die Tufts sind sehr groß, weswegen ich sie mir zu drei Stücken schneide und das reicht auch schon für unsere Base. Mit Sekundenkleber und einer Pinzette platziere ich sie auf der Base und schneide unschön abstehende Halme mit der Schere weg. Die Tufts sind sehr struppig, was sie aber auch sehr realistisch aussehen lässt. Nun kommen wir zu den Pigmenten. Mit dem Gypsum-Pigment können wir kleine Flächen desaturieren. Das macht einen richtig schön ausgetrockneten Effekt. Mit dem Sand-Pigment können wir dann die Übergänge zwischen dem ersten Pigment und der Base verschwimmen lassen und zusätzlich die Tufts und unsere glatten Flächen trocken und sandig aussehen lassen.
Ich fand die Base schon vor den Pigmenten wirklich schön, aber erst sie geben der Base so richtig diesen ausgetrockneten, 40 Grad heißen Wüstenboden-Effekt, wenn ihr wisst, was ich meine. Zum Schluss müsst ihr die Pigmente vorsichtig fixieren. Ich tippe ein bisschen von dem Fixierer auf die Base und lasse ihn verlaufen. Der verläuft von selbst ziemlich gut. Nehmt nicht zu viel, sonst vermatscht ihr euch die Pigmente. So sieht dann das fertige Ergebnis aus. Ich persönlich bin von diesem sehr begeistert, gerade da mich das Herbst- und das Frühlingsset nicht so sehr umgehauen haben, wie ich erhofft hatte. Was das Sommerset aber direkt schon besser macht, ist die Farbauswahl. Wir haben ganz helle, ganz dunkle und ein paar mittlere Töne, sodass wir einen wirklich schönen Kontrast auf der Base bekommen können. Die Pigmente tragen einen großen Teil zum Ergebnis bei. Bei den ersten beiden Sets war die Auswahl der Farben und der Pigmente mir zu ähnlich und zu ineinander gematscht am Ende. Auch wenn das Dry Soil bei unseren Vorbereitungen auf das Video nicht so gut funktioniert hat, sind wir dennoch von dem Set sehr begeistert. Man bekommt für rund 55 Euro ein sehr schön aufeinander abgestimmtes thematisches Set, welches in seiner Ausführung nach unserer Einschätzung auch für ein ganzes Armee-Projekt ausreicht. Besonders, weil man durch die Anleitung an alle Materialien herangeführt wird und gerade die Pigmente das alles sehr hochwertig aussehen lassen. Es muss aber leider gesagt werden, dass die Anleitung wirklich nur eine Hilfestellung ist und man den Weg, wie man seine Bases gestaltet, schon selber finden muss. Und das war's auch schon wieder. Wenn euch das Sommerset gefallen hat und ihr euch selber mal ranwagen wollt, findet ihr das Set bei unserem Partner PK Pro. Wenn ihr dazu auch noch passende Miniaturen braucht, schaut doch mal beim Taschengelddieb vorbei. Affiliate-Links dazu findet ihr in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal!